Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier bei Assassin's Creed 2. Ja, ich habe es schon wieder getan. Es ist natürlich Assassin's Creed Brotherhood. Mit mir dem Blackbeard. Und Ezio Auditore. So, wir wollten ja, mal kurz in den DNA-Schrank gehen. Sequenz 2. Erinnerung 7, die Hallen von Nero. Diese Erinnerung wollte ich ganz gerne nochmal neu spielen. Um das Ganze in unter 8 Minuten abzuschließen. Sollte doch möglich sein. So. Der Anfang war schon gar nicht verkehrt. Also mit der Reihenfolge der Schalter, das war schon war auf jeden Fall geschickt. Und los geht's. Hä? Ach Scheiße. Ich muss hier noch eins hier weiter hier hoch, genau. Und so jetzt zack. Ups. Einmal hier rüber und hoch. Ob das jetzt wieder die Sekunden waren, die es da gefehlt haben? Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir füllen auf jeden Fall wieder das Wasserbecken. Und starten direkt weiter mit dem nächsten Hebel. Und jetzt muss man sich zum Glück auch nicht genau auf diesen Punkt stellen, sondern man kann auch, wenn man die Option hat zum Aktivieren, einfach die Taste dann hämmern und dann macht das automatisch, ohne dann erst wieder diese Schiebegeste zu machen. Wie so im zweiten Teil der Fall war. Wenn man nicht genau auf dem Pixel, genau auf dem Feld stand. So, dann springe ich gleich wieder da in den. Gleich wieder zurück auf diese Säule, auf diese zerbrochene und dann direkt rein in den Brunnen, in das Loch. Weil das spart doch nochmal einige Sekunden. Anstatt erst wieder ganz runter zu gehen und dann da rein zu laufen. Genauso. Und wir müssen jetzt dadurch, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, nein, dadurch. Morosa. Hier müssen wir lang. Erste kann man ignorieren. Zweite ist wichtig. Hier ein kleines bisschen entlang hangeln. So, sehr schön, hat funktioniert. Ich habe gerade im Moment gedacht, das wäre zu früh ein bisschen, aber es hat ausgereicht. Sehr schön. So, die können wir auch erstmal ignorieren, die Säule. Jetzt müssen wir aber hier drauf klettern. Und da sind wir hier am Schalter. Nein, nicht die Wand hoch. Genau. Schalter ziehen. Wir liegen noch gut in der Zeit. Hier hat es mich eben gerade auch ein bisschen Zeit gekostet, weil er sich das erste Mal nicht an der Statue festgewagt hat, obwohl ich da das zweite Mal genauso lang gelaufen bin wie beim ersten Mal. Und ich werde jetzt auch wieder hier die Feder und die Schatzruhe, die wir noch unterwegs gesehen hatten, werde ich auch erstmal wieder ignorieren, weil ich jetzt mehr die 100% Synchronität haben möchte. Ja, das meine ich nämlich, genau da hat er sich nicht festgehalten, weil er dachte, nö, ich möchte da nicht hin.
So, jetzt aber. Und hoch. Ich glaube, man könnte auch noch ein bisschen Zeit sparen, wenn man hier an manchen Stellen einfach ein bisschen springt, aber muss ja nicht unbedingt unnötiges Risiko eingehen. Oh, halt dich fest. Oh, das war eng. Das war eng. Da habe ich mich schon fast unten auf dem Boden gesehen, aber ging sich zum Glück gerade noch so aus. So, und jetzt wieder hier irgendwie versuchen, da hochzukommen. Und zwar, ja, genau. Kommt erstmal diese Zähne, die Cutscene, aber ich glaube, die zählt nicht mit, die Cutscene, in die Zeit. Ich glaube, diese Cutscenes, die zählen nicht mit in die komplette Zeit hinein, aber ich kann mich auch irren. So. Und hier hoch. Wunderbar. Muss ich da jetzt runter? Muss ich da jetzt runter? Ich glaube ja, ne? Ja, genau, ich muss hier runter, alles klar. Ja, und er springt wieder dran vorbei, obwohl ich genau auf die Dings zugelaufen bin, aber passt schon, Ezio, passt. Ja, aber ich habe jetzt eine Abkürzung. Wie gesagt, da die Schatzruhe ignoriere ich jetzt nicht. Und gehe stattdessen jetzt direkt hier entlang. Denn diesen Weg kenne ich ja jetzt auch zum Glück. Am letzten Eck hat er sie noch festgehalten. Quasi auf den letzten Zentimeter. Könnte helfen, wenn ich stürze. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir sind gut in der Zeit, wir liegen auf jeden Fall sehr gut in der Zeit sogar. Möchte ich mal behaupten. Sehr schön, hat sich auch diesmal hier oben festgehalten. Perfekt. Okay, die bricht auch wieder ein. Meine neue perfekt. Abkürzung. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja. Wenn du fällst. Wieso aber nicht? Ist hier lang, hier lang, hier lang und hier hoch. Und noch ein höher. Und schwupp, schwupp, schwupp. Sehr schön. Geschafft. In den 8 Minuten. Das haben wir ja schon gelesen.
Checkpoint erreicht. Und die Leiter hoch. Und raus. Sehr schön. 100%. Perfekt. Perfekt. Eine Wache mit einer roten Anzeige ist misstrauisch. Versuchen Sie, in der Menge unterzutauchen, bevor sie zu Ihnen kommt. Okay. Erfolge. Perfekte Erinnerung. Jawohl. 100% in Sequenz 2. So, Sequenz 2. Noch die Frage geschaltet, geheime Orte. Versteck von Romulus, Versteck von Romulus. Okay. Roger-Türme. Ja. Aussichtspunkte 6 von 24, 4 von 83 in Rom, 0 von 18 in geheimen Orten. Okay, Federn 5 von 10 und Schätze 4 von 144. So. Und wir haben wieder was Neues in der Gegenwart zu tun. Schauen wir doch mal. Desmond ist zurück. Hallo, Sequenz 2 beendet. Wir haben zu tun. Becky? Wir reden später. Nichts zu erzählen. Wir haben keine Zeit für Smalltalk. Wir haben keine Zeit für Smalltalk, aber wir können an den Computer. Wie es ausschaut. Ja. Bitte ein Benutzerkonto wählen. Wir sind Desmond Miles. Gelöscht. Wochenplan von Lucy Stillman. Montag, Animus-Sitzung, alle. Nachschub Rebecca, Aufräumen Lucy, Tagwache Sean, löst Lucy um 15 Uhr ab. Dienstag, Animus-Sitzung, alle. Aufräumen Sean, Tagwache Lucy, löst Rebecca um 15 Uhr ab. Mittwoch, Animus-Sitzung, alle. Aufräumen Rebecca, Tagwache Rebecca, löst Sean 15 Uhr ab. Donnerstag, Animus-Sitzung, alle. Aufräumen Lucy, Tagwache Sean, löst Lucy um 15 Uhr ab. Freitag, alle. Aufräumen Sean, Teamfrühstück vom meisterlichen Chefkoch Sean Hastings. Tagware, Lucy löst Rebecca, bla bla bla. Animus-Sitzung, alle. Team-Meeting, Tagware, Sonntag. Animus-Sitzung, Tagware, danke Lucy. Ja, sicher, sonntags machen wir auch alles. So, und was haben wir sonst noch im Eingang? Erudito, Zugang. Achte darauf, im Verteiler zu bleiben. Guy Fox, 23, Snowmars, 84 und Juno, 57. Und von Rebecca Crane, MP3-Player. Hi Leute, ich kann meinen MP3-Player nicht finden. Den kleinen schwarzen, sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ohne Musik kann ich nicht gut schlafen. Rebecca. Hackere mit Liedschrift. Hättest du das Abo nur durch die 4 ersetzen können, oder Leute? Können wir eigentlich auch mit einem anderen... Tatsache, wir können auch uns in die anderen Leute einloggen. Boah. Aber nee, das möchte ich jetzt nicht. Das möchte ich jetzt nicht allesamt lesen. Nein, 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 nein. Aber wir könnten das halt. Gut. Also können wir jetzt auch auf den Computer zugreifen. Sehr schön. Ja, wieder zurück. Es ist alles bereit. Ja, würde ich doch hoffen, dass alles bereit ist. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen Geld ausgeben hier. Indem wir ihn erstmal renovieren. Nein, ich möchte jetzt gerade mal noch nicht investieren. Kommt und seht, mein Weib hält. Was aber ein neues, römische Stiefel. Für 1100 Florin, ja komm, nehmen wir mal mit. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Gesundheit und ein bisschen mehr Abhärtung. Ach. Nein.
Ich wollte doch noch gucken, ob wir hier was noch an Waffen haben. Normales Schwert. Preuz im Besitz. Hervorragend, Geschäftsauftrag beenden, um den Gegenstand freizuschalten. Römisches Langschwert, haben wir nicht genug Geld für. Okay, ich brauche 3 Terrakotta-Gewäße, 2 Totems und 2 buddhistische Gebetsperlen. Okay. Naja, ich kann ja nicht alles auf Lager haben. So, dann machen wir noch die Bank hier vorne. Wenn das noch in unserem Budget drin ist. Für 1050, ja komm, renovieren wir noch gerade. Weil da können wir uns direkt hier oben noch Geld abholen. Nein, ich möchte jetzt nicht investieren. Geld abheben, zack. Obwohl doch, komm, Investition. Erwartete Gewinne 877 Florin. Risikofaktor sicher, Gesamtinvestition 0, blöp, 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 blöp. Warten Sie, bis Sie Gewinne eintreffen, alles klar. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Aber da oben war ja noch ein Schatz, den wir uns jetzt gerade noch mitnehmen. Wo war denn der hier noch gleich? Hä? Warte. Bin ich jetzt total? Banane, der war doch hier. Ach genau, da war er. Ach, den hatte ich schon geplündert. Ach, und das unten ist der Schmied, der da angezeigt wird. Oh, ja. Alles klar. Okay, dann wieder runter. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Oh, hier haben wir noch so ein Versteck. Ein Schatz des Romulus. Hier werden uns auch angezeigt. Sehr schön. Pferdestelle, okay. Haben wir noch einen Schatz? Haben wir noch einen Banner? Auch noch ein Versteck von Romulus. Haben wir noch eins, okay. Erinnerungsanfang. Erinnerungsanfang. Und Erinnerungsanfang. So, mit wem fangen wir denn jetzt mal bitte an? Ich will mal kurz schauen, welche Schwierigkeitsstufe dieser Roger-Turm hat. Dann können wir uns den nämlich auch mitnehmen. Auf dem Weg. Zu der Mission da oben. Und ich lasse jetzt mein Pferd extra stehen. Okay, da kommen wir nicht durch. Dann gehen wir mal oben rüber. Schwierigkeit 3. Okay, der geht hier spazieren. Oh,
Ja, stirb doch einfach, du Blöder. Es war äußerst unklug, sich mit dem Borgia anzulegen, Assassine. Auf Ihre Nasti. Es war äußerst unklug, sich mit dem Borgia anzulegen, Assassine. Auf Ihre Nasti. Sehr schön, den hätten wir. Müssen wir jetzt nur noch den Turm anzünden und dann haben wir den auch befreit. War zwar jetzt im Endeffekt auch ein bisschen knapp, aber... Hey, ihr seid ich. So. Und wenigstens glitschen die auch nicht mehr so durch die Gegend und springen. Ich habe ihn aus den Augen verloren. So. Kurz mal ein bisschen Medizin einwerfen. Und dann gehen wir mal kurz ein bisschen klettern. Juhu. Einkommen eingezahlt. 1800 in der Bank. Sehr schön. Uah. Da kommen wir nicht lang, okay. Aber auch nur ein Versuch. Ich wollte nur getestet haben, ob es funktioniert. So, wie kommen wir dann da hoch? Ach, hier. Ja, aber hier war ich doch eben gerade schon. Da springt er wieder dran vorbei. Ich will doch da nur irgendwie hochkommen. Okay, versuche ich mal von der Seite hier. Genau so wollte ich das doch. Hier wollte ich doch längs. Schwupps. Auf diesen Balken. Einmal hier rauf. Genau. Einmal synchronisieren. Machen wir es einfach von hier aus. Fertig. Zack. Und dann zünden wir noch den Turm an. Und befreien somit dieses Viertel auch.